Sein Rüssel nach oben gestreckt, aber reglos. Fliegen umschwirren seinen Körper. Auch dieser Elefant ist tot. Er ist einer von mehr als 350 Tieren, die seit Ende April als tot gemeldet wurden. Die Behörden müssen nun nach und nach alle Funde überprüfen. When we got the first report, bis heute haben wir seit Ende April 281 Elefantenkadaver verifiziert. Letzte Woche haben wir in dieser Gegend drei neue Entdeckungen gemacht, bei denen Elefanten irgendwann im Juni gestorben zu sein scheinen. Das Kuriose, die Elefanten sollen einfach umgekippt sein, und zwar in der Nähe von Wasserlöchern. Und fast alle im nördlichen Teil des Okavango-Deltas im Norden von Botswana. Rund 130.000 Dickhäuter leben hier noch, ein Drittel der gesamten Population in Afrika. Woran sie gestorben sind, ist noch immer unklar. Eine Vergiftung durch Anthrax oder Wilderei werden allerdings ausgeschlossen. Could be infectious diseases. Es könnte sich um eine Infektionskrankheit handeln und die könnte durch Umweltfaktoren noch komplizierter werden. Auch der Ernährungszustand der Tiere könnte zur Elefantensterblichkeit beigetragen haben. Für die Infektionsthese spricht, dass Elefanten kontaktfreudige Tiere sind und sich eine Krankheit leicht in der Herde verbreiten könnte. Um aber endlich Gewissheit zu haben, werden Proben auch in Labore ins Ausland geschickt.